So, Leute, wir haben eine ganze Menge verbraten. Hier ist schon mal so ein kleiner Müllhaufen. Das war bei weitem noch nicht alles. Nee, es geht ja noch weiter. Das ist unsere Abschlussstation. Die Bretter. Der absolute Wahnsinn. Geil. Alle haben gestaunt, alle haben gelacht und zugeguckt. Alter Schwede. Ja. So. Gut, dass noch eine Laterne an ist hier, sonst sieht man das gar nicht. Hier fängt es jetzt an so. Eigentlich voll die Katte, voll das Schlachtfeld hier. Voll die Seuche. Richtig geil. Hier liegt alles voll, ey. Hier liegt, Alter, hier liegen Knallmatten. Die ganzen Knallmatten. Oh Gott, wie sollen wir das morgen früh nachher alles runterkriegen? Gute Frage, wenn die so nass sind, aber das schaffen wir schon. Ich ruf doch noch bei der Feuerwehr mit dem Schlauch. Rölis, alles aufgebraucht hier. Noch Reste von Funkeböllern, von den Banderolen. Hammer. Richtig geil. Richtig geil. Ja, hätte man jetzt einen großen Scheinwerfer, könnte man noch mehr beleuchten, aber okay. Das, ich glaube, man kann es auch so gut erkennen. Da liegt noch ein Laser. Da ist noch ein Laser. Aus einem macht zwei. Hier, Funke, ne? Ja. Leck mir am Arsch, ey, wie früher. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Ja, Leute, so sieht das bei uns in Ostfriesland aus. Und guck mal da oben, der Mond ist da. Es ist trocken, zwar warm, aber Hauptsache trocken. Und es ist auf keinen Sturm. Ja, das ist das Geile. Ja, wir haben fast, wie lange haben wir in der Hütte gesessen? Anderthalb Stunden? Halb zwölf haben wir in der Hütte gesessen, hat es geplättert wie Sau. Ja. Und pünktlich um 5:05 hört es auf zu regnen. Und dann haben wir um 12:05 unser Feuerwerk gestartet. Ja. Und die Nachbarn waren begeistert. Die Straße hat aufgehört zu ballern, hat nur zu uns geguckt. Ja. Ja. War geil. Das war 2017, 2018. Alter, zünden die da Polenböller oder was? Ja, hört sich ganz so an. Wahnsinn, ey. Oh, mir läuft schon wieder eiskalten Rücken runter, ey. Ja, ist das geil, dieser Schall, ey. Hammer. Ja, Pyros. Wir melden uns. Wir gehen ein bisschen auf Böllertour. Genau. Ein bisschen zündeln. Ja. Und morgen geht's dann weiter, beziehungsweise nachher. Alles klar. Bis dann. Bis dann.